Aktive Fernerkundungssensoren. Natur hat den Menschen immer inspiriert. Es gibt Beispiele von Pflanzen und Tieren, die die Wirklichkeit anders interpretieren als Menschen. Sie haben Sinnesorgane für andere Dinge als wir. Zum Beispiel Infrarotstrahlen oder sichtbares Licht bei Dunkelheit. Einige Fledermausarten haben aktive Sensoren, mit denen sie sich während des Fluges orientieren. Sie senden Schallwellen und erfassen die Reflexion von Objekten. Über die Echos bestimmt die Fledermaus Entfernung und die Richtung, wo das Objekt ist. Genauso arbeiten aktive Fernerkundungssensoren. Bei bewölktem Himmel sehen passive optische Sensoren die Erdoberfläche nicht. Hier helfen aktive Sensoren, die selbst elektromagnetische Energie in Form von Funk- oder Lichtimpulsen senden. Wenn die Sensoren das Signalecho von einer Oberfläche oder von der Atmosphäre erfassen, messen sie dessen Eigenschaften und extrahieren wichtige Informationen. Wir nutzen zwei Arten von aktiven Sensoren, Radar und LIDAR. Radar verwendet Radiowellen und LIDAR Licht. Durch die Analyse des Echos können aktive Sensoren viele physikalische Variablen berechnen. Winkelauflösung. Eine Antenne ist wie ein Teleskop, aber sie arbeitet mit Radiofrequenzen. Je größer die Antenne, desto kleiner das Sichtfeld. Unser Fernerkennungssensor kann nur Objekte im Sichtfeld erfassen, des Strahls der Antenne. Wir können die Auflösung mit mobilen Antennen und komplexer Signalverarbeitung verbessern, etwa durch sogenannte Synthetic Aperture Radars, SAR. Entfernung. Aus Messung des zeitlichen Abstands zwischen der Emission und Empfang des Signals von Radar oder LIDAR wird die Entfernung des Objekts berechnet. Die Regel ist, je weiter der Impuls fliegt, umso größer ist die Verzögerung. Geschwindigkeit. Durch die Messung des sogenannten Doppler-Effekts wird die Geschwindigkeit bestimmt. Der Doppler eines sich nähernden Objekts ist höher als eines sich entfernenden. Mit aktiven Fernerkundungssensoren gibt es hochaufgelöste Messungen von vielen Erdphänomenen. Aber die Messung eines Echos ist nicht so einfach, wie es scheint. Denn es gibt viele Faktoren, die die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen stören. Einfach gesagt, unterschiedliche Oberflächen reflektieren elektromagnetische Energie auf unterschiedliche Weise, bekannt als Streuung. Glatte Oberflächen wie Straßen oder Wasser reflektieren Wellen wie ein Spiegel. Gepflügte Felder oder Vegetation haben eine raue Oberfläche und streuen die Energie in verschiedene Richtungen. Wenn elektromagnetische Wellen auf mehrere Oberflächen treffen, wie bei Bäumen oder Gebäuden, gibt es Mehrfachreflexionen. Wie man sieht, führt jede dieser Situationen zu unterschiedlichen Reflexionen, die es erlauben, die Oberfläche zu bestimmen.